Guten Tag und herzlich willkommen wieder zurück zu Spirit Stone. Natürlich habe ich Julia Trin immer noch hier. Wir sind nicht bei Spirit Stone, mein lieber Schatz. Hearthstone. No. Ja, weil ich nebenbei am Tablet noch Spirit Stone gespielt habe in unserem kleinen Päuschen jetzt eben. Dankeschön, Schatz, für diese Verwirrung. Ja, gern geschehen, gern geschehen. Ja, du zockst ja momentan nur Kartengames, ne? Ja, irgendwie schon. Ich wollte dir nur gesagt haben, übrigens, ich habe Magic auf der Playstation, so ist nicht. Könnten wir irgendwann mal spielen. Das ist aber noch ein Stück komplizierter fast, finde ich persönlich. Ja, so. Auf alle Fälle können wir mittlerweile nachvollziehen, wieso Hearthstone so unheimlich in geworden ist. Ja, es ist einfach faszinierend und ja, facettenreich einfach. Und wir spielen nur mit den Basisdecks, die natürlich bei weitem nicht so geil sind wie die... Ja, Profi-Decks, aber für das haben wir einfach die Karten noch nicht. Da müssen wir noch ein Weilchen für spielen, weil, ja, mit den Münzen hier unten, mit dem Gold, so kann man entweder in die Arena gehen oder in den Shop einfach nur. Genau, man kann ja mal ganz kurz zurück ins Menü wechseln. Ja, genau. Für die Leute, die das Spiel noch nicht kennen, gibt es halt verschiedene Möglichkeiten. Im Shop kann man sich halt so Kartenpackungen kaufen. Für 100 Gold bekommt man halt eine so eine Packung. Da sind dann 6 Karten drin. Genau. Und man sieht halt hier auch schon die Preise. 2 Packungen für 2,69, 40 Packungen für 44,99. Boah. Also die Preise sind teilweise schon heftig. Die sind schon Wucher meines Erachtens. Aber man kann sich alles auch erspielen. Aber das kostet natürlich unwahrscheinlich viel Zeit. Oder man geht für 150 Goldmünzen in die Arena. Oder für 1,79 €. Was für ein beschissener Preis. Wer sich den ausgedacht hat, der hätte ja stammrichtlich erschossen werden müssen. Aber egal. Was ich ganz interessant finde, ist, es steht ja hier schon so, Inhalt pro Packung, 5 Hearthstone-Profikarten und mindestens eine Karte von seltener oder besserer Qualität. Ja. Und was ich ganz, ganz gut finde, steht dann auch hier, Achtung, Sie sind im Begriff, echtes Geld auszugeben. Das finde ich ganz toll, dass Sie das gemacht haben. Vor allem ganz groß und so, dass es auch jedem ins Auge fällt, finde ich persönlich auch super, wenn du sagst, bei manchen Spielen... Siehst du das nicht so einfach und dann, keine Ahnung, ist das die Gefahr sehr groß. So. Die Sache ist halt die, selbst wenn wir jetzt 100 Münzen hätten, du bekommst sie nicht so wirklich schnell zusammen. Und hier sieht man halt schon beispielsweise den Quest, du bekommst jeden Tag eine spezielle Quest hinzu. Ja, genau. Heute sind bei mir aktiv Sieg des Druiden oder Schurken zweimal gewinnen oder halt Paladin oder Priester zweimal gewinnen. Das würde jeweils 40 Gold geben, dann könnte man also schon eine Karte kaufen. Ich habe Sieger und Schamane und Schurke und Krieger. Also, die Arena finde ich ja eigentlich auch ganz interessant, weil bei der Arena wählst du halt am Anfang einen von 3 Charakteren aus, die dir vorgegeben werden. Und dann wählst du halt ein komplettes Deck aus. Du hast immer, ich glaube, 3 Karten. Genau, und 3 Karten. Der 3 Karten nimmst du, dann gehen die anderen beiden weg und es kommen wieder 3 Karten. Und das machst du so lange, bis du dein Deck voll hast. Das heißt, du spielst nicht mit dem eigenen, selbst vorher zusammengestellten Deck. Genau. Da brauchst du dann nochmal mehr Glück. Also erstens schon mal Glück, dass du Karten kriegst, die wie du anständig zusammenstellen kannst. Und Glück, dass du halt dann die Karten auch ziehst dann in der Partie, so wie du sie es vorstellst. Und auch die Taktik hier richtig zurechtlegen kannst. Das ist schon sehr interessant. So, und wir taktieren jetzt eine Runde, Schatz. Ja, wir taktieren jetzt. So, ich mach hier mal wieder zu. So. Du nimmst ja sowieso wieder nur den Jäger, aber ich beiß mir auch mal die Zähne mit ihm aus. Genau, wir haben gesagt, wir versuchen es jetzt mal Jäger gegen Jäger, um zu schauen, ob denn wirklich dieser Rexa so unheimlich overpaced ist. Und dann schauen wir mal, wer jetzt gewinnt. Ich glaube, dass der im Basispack relativ überpaced ist, dafür aber, ja, wie soll ich sagen, später nicht mehr, wenn du selber Decks zusammenstellst, nicht mehr so gut ist. So. Ja, schauen wir mal. Ich kann gar nichts machen. Ich sag mal fertig. Okay. Komm vor. Sieht bei mir anders aus und die ersten Karten, die ich jetzt so bekommen habe, sind alle schon sehr, sehr gut. Ui. Verursacht 2 Schaden. Hör ich schon mal gern. Hör ich schon mal gern. Ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt, wer dieses Duell jetzt gewinnen wird, wo wir beide den gleichen haben. Ich bring mal den hier. Und sag fertig. Okay. Weil mehr geht nicht. Alles klar.
Ja, man, nach und nach bauen sich halt die Mana-Kristalle auf. Wir haben das eigentlich gar nicht erklärt. Mit jeder Runde kriegt man einen Mana-Kristall dazu. Natürlich kann man dann höhere Karten spielen, die natürlich stärker werden, umso mehr Mana-Kristalle, wie sie brauchen. Genau, das ist die Leiste da unten, wo eben dann eben diese Kristalle angezeigt werden. Was ich halt ganz interessant finde, und das finde ich ganz schön, denn man kennt es ja oft, dass bei vielen Spielen der als erstes anfängt, irgendwie ein bisschen einen Vorteil hat. Und das machen sie hier anders, für das bekommt der als erstes anfängt, 3 Karten und der als zweites anfängt, bekommt 4 Karten und einen Zusatz-Mana-Punkt, um das Ganze wieder rauszureißen. Genau, finde ich persönlich auch sehr geil. Ja. Weil das natürlich sehr viel Vielfalt braucht. Okay. Was ich auch sehr schön finde, ist, man sieht halt jetzt auch, was er macht. Also, was markiert er gerade an? Welche Karte zieht er? So. Man kann so also wirklich auch erkennen, wie die Person so taktisch reagiert. Das finde ich ganz interessant. Mhm. So, okay. Schnapp ich mir diese Karte. Da, mach den hier. Mhm. Und hau dir einmal auf die Ömme. Mach das. Ja, mach ich gern. Völlig in Ordnung. Ich darf den Affen schlagen. Du darfst das, ja. Ja! Sehr schön. Ich hau den Affen. Gut. Bist du eigentlich? Ein Wildtier. Hä? Hätte ich mir eigentlich denken können, dass ein Affe ein Wildtier ist. Ja. Ja, ja, hau mir einen rein. Ja. Ja. Ich dachte, ich gehe mal direkt auf deine Punkte. Ich bin's gewohnt von dir, dass ich einer draufkriege. Was möchtest du damit unseren Zuschauern sagen? Nichts. Okay. So. Das würde ich dir raten. Oh. 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 So. Mach ich den hier. Okay. Und mach den hier. Oh. Oh. So. Und dann hau ich dich mal. Mhm. Eine kleine Runde und sag fertig. Okay. Ah, die freut sich schon wieder. Ja. Es gefällt mir wieder gar nicht, dass sich der Ruf freust. Das war jetzt bescheuert. Diener wird in der nächsten Runde bereit. Das war jetzt gerade voll scheiße. Ich hatte nämlich gar kein Wildtier auf der Karte und spiele eine Karte, die einem Wildtier Spott verleiht. Mhm. Naja, kommt vor. Ne? Ja. Schnell und vor. Zuschlagen. Machen wir mal das hier. Ja. Ist genehmigt. Mhm. Ich bin gespannt. Das große Schweigen. Das große Schweigen, ja, genau. Das Schweigen der Lämmer. So, ich hau dir den mal weg. Jo. So, und kann ich dann mal direkt angreifen? Oh, das ist aber süß. Und sag fertig. Okay. Ich hab's dann. Gut. Gut. Ich hab 5 Punkte. Ja, kommt vor. 5 Points. So, I choose this card. Ja, war mir klar, wenn... Bei 5, da kann's nur fast der sein. Mhm. Mhm. Die Karten schauen ja schon teilweise sehr, sehr interessant aus. Mhm, das auf jeden Fall. Was ich auch mag, ist diese Untermalung, dass die dann teilweise auch was sagen. Und ich find's halt so genial, dass man über diese Punkte ja auch ein bisschen kommunizieren kann. Ja, das ist super. Vor allem mit einem Spieler, der ja gar nicht da ist. Ja, ja, schon recht. Dein Huhn kannst du dir schieben. So. Entschuldigt bitte. Ja, hast du bald jeden durch? Nein. Hör für dich. Hier, hast du Pfeil. Erfreu dich dran, Eisjäger. Hast du bald jeden durch? Vor allem jeder Charakter sagt ein bisschen was anderes. Ich wähle als erstes gerade leider nicht diese Karte. Demonstrieren. Aha. Und dann spiele ich diese Karte. Aha. Guckst du dir? Googlest du schon wieder? I'm googling. Ja, dann google mal. Dann I'm googling Discord. Aha. Okay. Okay. And now I'm drucking auf fertig. Du drückst auf fertig? Ja. Och. Weißt du was? Ich google auch. Du hast meine Karte, stimmt's? Ich google auch. Achso, du googelst auch. Ja. Dann googelt mal. Mhm. Ich würde gerne 2 nehmen, das wäre geil. Leider kann ich nur eine. Oh. Schade. Was bringt mir mehr? Das ist jetzt die Frage. Was halt blöd ist bei dieser Karte, steht ja hier schon da. Schaut euch die 3 obersten Karten eures Decks an, zieht eine davon und werft die anderen beiden ab.
Das heißt, die anderen beiden Karten sind halt dann verloren, ne? Ja, aber das stört mich jetzt gerade eher weniger, weil ich dementsprechend es bekommen habe, was ich wollte. Deine Diener sind weg. Hm? Deine Diener sind weg, ja? Ja, ich weiß. Und du hast nur noch 7 Lebenspunkte. Lebenspunkte. Und du meinst, das stresst mich jetzt? Ja, vielleicht ein bisschen. Das war's. Aha. So, schauen wir mal weiter da. Dem Flohzirkus. Ein Flohzirkus. Der Flohzirkus tanzt bei mir auf dem Tisch rum. Nee, du warte. Hast du Flöhe? Nee, du hast keine Flöhe, ne? Sicher? Ja. Ja, keine Flöhe. So schweich wie der ist. So, okay. Mir gefällt der Zwerg irgendwie. Ich habe ein riesiges Gewehr. Pervers, die kleine Sau. Boah, beleidigst du die Karte? Nee, den Zwerg. Nicht die Karte. So. Legt euch nicht mit Zahn. Warum habe ich das dezente Gefühl, dass ich diese Folge verliere, diese Runde? Weil ich einen Jäger spiele vielleicht. Ah. Der ist echt überpaced. Das ist sehr, sehr nice gerade. Gut, meine Sportkarte steht immer noch. Ja, ja, ich weiß. Boah, ich sag's dir nur. Du hast nur noch 6 Lebenspunkte übrigens. Ich weiß. Im Grunde nur noch 4. Kann ich jetzt schon sagen. Da verrate ich nicht zu viel. Ja, ja. Ich würde sagen, du bist weg. Ich bin weg, ja. Du bist weg. Es gibt ja noch diesen schönen Button hier, der heißt Aufgeben. Legt euch nicht mit Zahn. Nee. Das machen wir jetzt schnell. Aber wir müssen es ja irgendwann mal zeigen, wie das aussieht, wenn man auf Aufgeben klickt. Das sieht nicht anders aus, Schatz. Ja, aber er sagt dann noch so was Schönes. Ja, ich gebe auf. Wuff. Und dann reißt es genauso. Aber der Jäger ist echt überpaced, um ehrlich zu sein. Ja, ist also als kompletter Anfänger, als Jäger, kannst du da sofort reißen. Was du mit anderen Decks einfach nicht kannst. Das heißt, diese Folge zeigt, dass ich gar nicht so gut bin, sondern dass es nur am Jäger liegt. Mhm. Diese Folge wird nicht hochgeladen. Weil. Schon recht. So, ich probiere munter durch. Du bleibst sowieso immer stur auf deinem Jäger. Ja. Ich wähle mal den hier. Den finde ich sehr interessant. So ein bisschen interessant zumindest. So extrem interessant natürlich nicht, aber... Nee, aber ich habe auch schon oft genug gegen andere Karten verloren. So ist es nicht. Also gegen andere. Also von daher kannst du genauso mit dem anderen gewinnen. So, ja, natürlich. Sag mal... Machen wir die hier weg. Ja, bestätigen. Oh, sehr schön. Sehr schön. So, vielleicht kriege ich ja noch was zur Hand. Mhm. Mein Zug? Mhm. Okay. So, raus mit dem Kristall, mein Zusatzkristall. Ja. Du nicht nehmen, Kerze. Und dann fertig. Oh, Heldenfähigkeit. Ziehe eine Karte und erleide 2 Schaden. Okay. Ah, okay. Ah, jetzt verstehe ich die Karte. Das war's. So. Aha. Mhm. Oh, hast du in die Dose geblubbert? Ich habe in die Dose gemhmt. In die Dose gemhmt. Hallo. So, aber der Effekt hört sich cool an. Ich finde die Fähigkeit aber von dem Gul'dan ein bisschen blöd. Ja, die ist ganz schön doof. Ja, perfekt. Und dann kriegt man nichts. Du hast das bekommen, meine Karte hast du bekommen. So, fertig. Oh mein Gott, du hast mir 2 Schaden gemacht. Wie kannst du nur? Ich ziehe eine Karte von meinem Stoßschatz. Ich weiß. Von deinem. Ich weiß. Das wäre auch lustig. Eine Karte, die es mir erlaubt, von deinem Stoß eine Karte zu nehmen. Zauberschaden plus 2. Mhm. This is a very, 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 very funny match. So. Okay. Unsere große Katze sitzt draußen wie so ein kleiner Ball und blutet wie so ein kleiner sich voll Ball. Auf. So kalt ist es heute gar nicht draußen, so wie der Pluster. Ich frage mich ab. Ja, der Pluster gern mal. Der täuscht immer gern vor. Mhm. So, ich donner dir mal eine rein.
Mit meiner Zauberenergie! Oh mein Gott! Ich dich töten. Meine Karte, nein! Ja, geil. Man kann in den Kristall. Oh! Jetzt ist der Kristall rausgefallen aus dem Auge. Der fällt raus, wenn man da draufklickt. Weg mit dem Gestrüpp. So, und ich zünde ein Feuer an. Ja, das kann ich auch. Feuer anzünden. Ja, finde ich. Und bei jedem Map kann was anderes. Wirklich? Ja, ganz oft aufs Wasser klicken. Ah, okay. Sieht toll aus. Ja. Die haben sich da echt was einfallen lassen mit den Maps. Mit dem Mappes. Mit der Mappe. So, was nehmen wir denn für eine Karte? Boah, ich würde mal sagen, die schlechteste, oder? Ja. So. Du hast ja jetzt nicht den Eber genommen, oder? Doch. Wirklich? Ja. Würde mich wundern. Tja, ich habe mir den Eber genommen, ernsthaft. Kannst du dann im Videobeweis sehen. Ich hatte eine 7er Karte, die wäre eigentlich auch ganz gut gewesen. Ich hatte auch eine 5er Karte, die wäre auch gut gewesen, aber ich wollte den Eber. Weil es ein Eber war. Ich bin bereit, aber ich nicht. Der sagt gut. So geil, die Karte. Die Karten sind echt geil, wie sie sie vertont haben. Schupidupidu, welche Karte wählen wir? Lalalala. Ich wähle diese Karte. Ich habe einen Riesen. Und dann wähle ich die hier, weil die eh nur noch einen Lebenspunkt hat. Und dann greife ich hier mal voll an. Ja, wuhu, dann mach mal. Und tschüss. Nix und tschüss, ich lebe noch. Noch? Natürlich, noch. Noch? Was denn sonst? So. Das Feuer ist wieder ausgegangen. Ja, ist ein schlechtes Lagerfeuer. Ich habe damals immer gedacht, mein Gegner macht es mir wieder aus. Weil wenn man auf... Ja, du hast wirklich gedacht, dein Gegner macht dir dein Feuer wieder aus? Ja. Da wird einfach nur nasses Feuer sein. Umsonst musst du nicht so oft das Feuerzeug benutzen. So. So, du und deine Eber. Was wählen wir? Wählen wir diese Karte oder wählen wir das? Ich wähle das. Ja. Kennt man irgendwo her? Na, was machst denn du für nette Geräusche? Zack, ich opfere meine Karte. Nur für dich. Ja. Bist du. Aha, okay. Okay. Ich bringe euch zur Strecke. So. So. Jetzt fährt aber die harten Geschütze auf hier. Ja, vor allem, ich hab dir zwei genommen und hab mir zwei hergestellt. Ich weiß. Ich sag's dir nur, dass du es auch alles mitbekommst. Ich finde auch alleine das so schön auf der linken Seite, dass man da so richtig schön reproduzieren kann, was passiert ist. Ja, dass da nochmal alles Revue passieren kannst. Du kannst auch nachsehen, wie viele Karten der Gegner noch im Deck hat. Echt? Ja, ja, wenn du über die Karten gehst. Oh, tatsächlich. Mhm. Du schießt auf mich? Ja. Was soll das? Ich lasse meine Wildschweine da auf die Schoß. Ja, ja, deine wilden Schweine. Ja. Die wilden Kerle, ne? Aha. Jetzt kriege ich die nochmal. Mhm. Da schaut mich so ein Viech mit blöden Augen an. Geh weg. Brav. Ich fliege. Ja, ich fliege. So. Autsch. Fertig. Okay. I choose this card. Boah. Wenn I choose this card. Joa. Boah. Jetzt wird's schon langsam knapp. Ich bräuchte mal eine Spottkarte. Ich hatte ja noch keine. Ich lass dir deine Karte mal rüber. Die darfst du dir mal behalten. Du sollst ja noch eine Chance haben. Wäre ja schade, wenn du deine Chance nicht bekommst. So. Die musste sein. Du hast kurz weggeleckt. Du leckst gerade. Ich frage mich, ob...
Wir hören uns gerade nicht. Das finde ich ganz lustig. Ah, jetzt geht's. Ich habe schon überlegt, ob ich das Mikrofon kurz jetzt ist muten die soll, um jetzt kurz ist die Verbindung weg. Jetzt ist die Verbindung weg. Euer Gegner ist nicht mehr da und ich habe gewonnen. Ist ja cool. Du hast das ist ja mies. Es stand gerade hier, euer Gegner ist nicht mehr da. Ihr habt gewonnen. Aber Schatz, ich hätte sowieso gewonnen, weil hättest du jetzt noch einen Diener gespielt, wäre ich wieder mit meiner 2x3-Schadenkarte gekommen und wäre voll auf dich losgegangen. Ja, schon recht. So, könnten wir bitte? Was? Wir haben 1-1. Nee. Wir müssen noch unser drittes. Doch, wir haben 1-1. Ich habe das erste gewonnen. Boah. Ich wollt's nur gesagt haben. Stimmt ja. Ich hab dich mit deinen eigenen Waffen zerschlagen. Mhm. Das ist wohl wahr. Da. Okay. Ich gehe alles mal durch. Auf meinem Kanal sieht man zumindest jeden Mal. Ja, ja. Ja, ist so. Jaina. Ach, nehmen wir mal was anderes. Ja. Oder tot. Ihr habt es so gewollt. Oh, so. Yeah. Das ist okay. Sehr schön. Nehm ich gern. So, und natürlich noch die Münze, weil ich nicht als Erster anfangen darf. Das könnte jetzt sehr interessant werden. Ich finde ja diesen Ton so schön, der dieses dieser Murloc von sich gibt. Ja, so macht Honey teilweise. Ja, ich glaube, die hat das von Hearthstone gelernt. Ja, die konnte das damals schon. Die hat das ein bisschen öfter gespielt. Was denn? Nix, passt schon. Alles in Ordnung, mein Scherz. Alles in Ordnung. Ja, schon recht. Ich glaub dir mal nicht, okay? Es sei mir vergönnt, würde ich sagen. So, ich möchte zeigen, dass ich auch mit einem anderen Deck gewinnen kann. Aha. Okay. Wenn du meinst... Fertig. Ja, ich weiß, der ist ganz schön fies mit seiner Rüstung. Ich hatte schon mal einen, der hatte 30 Leben und noch 7 Rüstung. Das war krank. Ja, aber komm, du kannst ja nichts machen. Okay. So, zumindest ist die Rüstung jetzt das erste Mal schon mal weg. Ja. Die ist aber schon ganz schön krass, die Fähigkeit. Ich will okay. Den Zettel zum Abstürzen bringen. Das geht, glaube ich, nicht. Legt euch nicht mit Zahler. So, fertig. Okay. Dann mach mal irgendwas. Das ist sehr schön. Diese Karte. Fängst du das Trällern an? Ja, aber diese eine Karte, diese wundervolle Karte, diese unheimlich geniale Karte hebe ich mir noch auf. Ja, mach ruhig. So. So. Machen wir mal das hier. Ja, schön für dich. Das gefällt mir. So, ich spiel mal die hier. Ja, den guten alten Dingo. Der Dingo. Weißt du, dass mir der Dingo keine Angst macht? Ja, dann macht er dir halt keine Angst. Aber die hauen dir erstmal eine auf den Latz. Doch. Das macht mir da echt nichts aus. Okay. Wenn du das sagst. Das könnte jetzt durchaus interessant werden. Gut. Gut. Aha. Dann wählen wir das hier. Okay. Wir sind fertig. Ja, ich bin fertig. Ich greife nicht an. Okay. Ich bringe die hier. Mach mir noch ein Schild. Joa. Dürft ihr mal ein paar Karten wegräumen, glaube ich. Jedes Mal, wenn ihr einen Diener mit maximal 3 Angriff herbeiruft, erhält dieser Ansturm. Okay.
Sehr gut. So, und dann hau ich dir mal eine rein und sag fertig. Okay. Cool. Und jetzt bin ich gespannt, was du machst. Erstmal aha, verursacht 6 Schaden. Schön. Dann das hier. Oh, war irgendwo klar. Dann das hier. Und dann direkt auf die Lebenspunkte. Joa. Sehr schön. Ja, die 4 Pünktchen, die verkraft ich noch. So. Und bei mir kommt jetzt der hier. Die Tore sind geöffnet. Die Tore sind geöffnet. Und sag fertig. Weißt du, wie mich der nervt? Ja, dann nervt er dich halt. Ist mir relativ egal. Was ist mit dem hier? Boah, ja. Das kleine, dicke Ding. Du leckst schon wieder. Er leckt mal wieder. Das freut mich. Bisschen Ton habe ich noch. Ah, jetzt bist du wieder da. Ah. So. Was machen wir denn? Ich weiß nicht, du könntest meine Lebenspunkte direkt angreifen. So hast du mich nicht angegriffen. Darum? Taktik, okay. Mein Schatz, Taktik. Was jetzt? Was jetzt? Was? Ah, scheiße. Ups. Scheiße. Muss ich erst die hier machen? Da. Okay. Der musste sein. Okay. Oh, das ist kein Problem. Mach den hier noch. Sehr schön. Und hau da drauf. Fertig. Einwandfrei. Ja, ja. Wie dass du damit gerechnet hast, Schatz. Ist klar. Na, what's up, what's up, what's up? Ja, ja. What's up? So, ja. Ziehe 2 Karten. Joa, ja, freu dich dran. Ja, doch. Ja, also. Ist ja ach, gut, der dann. Der hatte nur 5 Punkte. Och, das tut mir jetzt aber leid. Ist mir ja auch Wurst. Ich weiß zumindest, die 2 Karten sind weg. Also, du kannst mir keine 6 Schaden mehr bringen. Das ist kein Problem. Oh, ich wollte es dir nur gesagt haben. Ich sagte nur eines dazu. Meine Magie wird euch in Stücke reißen. So. Aha. Okay, der ist gut. So. Fertig. Die Karte ist übel. Die Karte ist wirklich übel. Ah, mit einer Sportkarte wäre sie noch geiler. Was glaubst du so? Aber das kommt noch. Bereit zum Ausritt. Aha. Ja, aber weißt du, was das Problem ist? Das Problem ist, dass ich, wenn ich das hier mache und das hier mache, na, komm schon, und das hier mache. Ja, ist sie weg, ist klar. Weg ist. Deswegen sage ich ja, wäre mit Spott besser, wenn ich noch eine Spottkarte gehabt hätte. Verstehst du? Deswegen wäre sie auch weg gewesen. Nee, weil du die Spottkarte angreifen hättest müssen. Ach so, ja, das wäre jetzt nicht das Problem gewesen. Ich habe ja noch andere Karten im Petto. Ich sag's dir nur. Mhm. Ich wollte dir die Feinheiten ein bisschen näher bringen. Oh, einfach mal gesagt. 2 Rüstung. Natürlich, die müssen schon dabei sein. So, so. Na dann schauen wir mal. Nachmacher. Nicht ganz. Fertig. Ah. So, bin ich gespannt, was für ein Dino jetzt noch kommt. Ja, ist klar. Ach, dann noch 2 Karten, kriegt mein Hals nicht voll. Du hast fein nur noch 13, Schatz. Ich weiß.
Okay. Okay. Perfekt. Da kommst du jetzt nicht mehr raus. Wie mache ich das jetzt? Ganz schlau am besten. Was jetzt? Aber da kommst du jetzt nicht mehr raus. Du kannst jetzt nur noch verlieren. So, die Rüstung erstmal. Wäre jetzt fast zu krass. Hilft nicht, das ist meine einzige Möglichkeit. Okay. Bringe ich die noch aufs Feld. Gut. Dann bringe ich die noch. Und sag fertig. Okay, das ist gut. Deswegen bist du auch weg. Ja, es wäre auch nicht anders gegangen. Erst räumen wir mal auf. Ja, war klar. Dann machen wir mal das hier. Okay. Dann machen wir mal das hier. Okay. Und dann würde ich sagen... Okay. Gut gespielt. Ja, hau drauf. Und weg ist er. Ja, schon recht. Ich habe auch mit einem anderen Deck gewonnen. Yay. Ja. Und ich habe Level 10 erreicht. Hey. Der Karte Flammenstoß fügt allen feindlichen Dienern 4 Schaden zu. Wow, die Karte ist noch besser als die anderen beiden. Damit haben wir wieder die 3 fertig, würde ich sagen. Ja. Sehr schön. Und wir nicht immer so überheblich, Schatz, wenn du gewinnst. Das ist ja brutal. Ich freue mich einfach nur so, weil du machst mich im Speedcuben fertig, du machst mich im Daten fertig. Und hier gewinne ich. Das freut mich. Ja. Ist mir auch Wurst, glaubst du das? Es geht mir so am Arsch vorbei. Nee, du musst aber auch sagen, durch das Mikrofon hört sich's aber auch ein bisschen komisch an. Muss man auch dazu sagen, weil das die Bandbreite genau gar nicht so jetzt aufnimmt. Jetzt wär's Mikro. Nee, genau. Okay. War eine schöne Folge. Ich habe zumindest einmal gewonnen, okay? Ich find's super. Mhm. Ja, aber muss sagen, dass ich die anderen Kämpfe die meiste Zeit gewonnen habe, liegt aber wirklich daran, dass der Jäger schon echt verdammt gute Karten hat. Ja. Und wenn du da noch Glück hast, dann kannst du mit dem Jäger wirklich viele besiegen. Das muss man schon auch dazu sagen. Deswegen dachte ich mir, ich wähle jetzt mal lieber auch mal eine andere Karte. Nicht, dass mir dann irgendjemand sagt, ja klar, wenn du immer mit Jäger spielst, ist schon klar, dass du gewinnst. Das will ich dann auch nicht. Aber vor allem, irgendwann ist man auch extrem warm mit einem Deck. Und dann kann man das bis ins FF und hat mehrere Taktiken zur Verfügung, die man mit denen und den Karten spielen kann, was du einfach noch nicht hast, wenn du jetzt frischen Deck nimmst. Würde ich jetzt mal sagen. Ja, stimmt. Was hat denn dein Jäger eigentlich für ein Level? Mein Jäger hat jetzt Level 16. Ja, allein das schon. Ja, ist auch meine höchst gelevelte Karte, die ich habe. Höchst gelevelt ist bei mir noch Magierin. Aber um ehrlich zu sein, die finde ich eigentlich nicht prall. Man gewinnt seine Kämpfe, aber die finde ich nicht prall. Naja, vielleicht das nächste Mal. Genau. Okay, ich würde mal sagen, wir beenden die Folge und sagen ciao. Tschüss.